Das Thema ist jetzt hier, wir haben ja heute das Thema Cannabisprävention für Jugendliche und in meinem Vortrag soll es einfach jetzt um den Bereich Risikokompetenzstärkung gehen, am Beispiel auch eines aktuellen Projektes, was wir in Berlin durchführen, was vielleicht so Impulse geben kann für andere auch. Die aktuelle Situation in Berlin erstmal, vielleicht das mal aufzunehmen. Wir haben ja ganz viel schon gehört über, ja, wie verändern sich Prävalenzen anderswo, ne? Wird eigentlich mehr konsumiert nach der Freigabe? In Berlin haben wir das ja aktuell noch nicht, aber wir haben seit einigen Jahren im Rahmen von unseren Präventionsworkshops, immer so eine Befragung durchgeführt, so ein Monitoring, also im Anschluss an Präventionsworkshops, den Jugendlichen, den teilnehmenden Jugendlichen einen Fragebogen ausgegeben. Das ist nicht repräsentativ, weil wir die Schulen nicht repräsentativ ausgewählt haben. Es ist auch ein gewisser Soziallagenbezug dabei, weil das einfach unser Schwerpunkt in den Workshops ist. Aber trotzdem haben wir eine recht große Fallzahl von über 2200 Befragten da in dem Zeitraum gehabt und haben da festgestellt, es gibt dann eine Lebenszeitprävalenz von Cannabiskonsum von etwa 31%. Das durchschnittliche Alter beim Erstkonsum war bei etwa 14,4 Jahren. Und nach der CAST-Klassifikation, also so eine Einstufung von, wie Suchtrisiken sind, haben 27% auch ein geringes Suchtrisiko für den Konsumenten und ein 22% doch ein erhöhtes Suchtrisiko. Das deckt sich nicht ganz mit den bundesweiten Daten. Also bei der BZGA ist die Lebenszeitprävalenz auf 10%. Aber die MOSE-Daten zum Beispiel aus Frankfurt, die gehen bei den 15- bis 18-Jährigen, es kommt ja immer darauf an, welche Altersstufe man so auswählt, auch bei 29%. Also es ist doch ein recht häufiges Vorkommen. Was wir auch noch abgefragt haben, wie häufig konsumieren eigentlich die Jugendlichen? Und da haben über 20% gesagt, doch mehrmals im Monat. Und 15% haben mehrmals die Woche angegeben von den Cannabiskonsumentinnen. Also es ist einfach ein Thema, dem wir uns da stellen müssen. Und was wir auch, was uns auch gerade in den letzten Monaten sehr häufig begegnet, ist die Frage, naja, die Cannabis-Regulierung, die jetzt kommt quasi, oder eben auch nicht so schnell, wie wir gehört haben, ist das eigentlich, wie sind denn eigentlich die Auswirkungen auf die Prävention? Und ich habe jetzt so ein paar Argumente da zu dem Thema mal zusammengefasst, die uns da häufig begegnen. Zum einen ist natürlich, wir haben es auch schon gehört, es ist natürlich auch eine Chance, Präventions- und Hilfsangebote auszubauen. Es ist ein Thema, was jetzt nochmal sehr viel präsenter ist. Also wir haben so wahnsinnig viele Anmeldungen gehabt. Das merkt man auch, wie sehr das Thema alle bewegt. Und die Chance sollte man da vielleicht auch wahrnehmen. Gleichzeitig, ne, dieser Widerspruch von Illegalität und dem täglichen Erleben. Ne, es ist irgendwie illegal, aber wenn man ehrlich ist, erleben Jugendliche in Berlin das nicht in ihrem täglichen Alltag. Wenn man durch die Straßen geht, ist der Geruch doch mancherorts allgegenwärtig. Und das ist einfach auch ein Widerspruch, dem man da in der Prävention auch immer begegnen muss. Der sehr lange Prozess der Regulierung, was mir jetzt nochmal klar wurde, wie viel länger der ist, nochmal als ich dachte, nochmal vielen Dank an Jens Kalke, das muss halt gut kommuniziert werden. Also wie oft wir hören, naja, es ist doch jetzt illegal. Das hören wir häufiger oder auch eine Unsicherheit bei Fachkräften, die sagen, naja, wie ist es denn jetzt? Ne? Das ist einfach eine Sache, die man gut kommunizieren muss. Dann haben wir auch schon festgestellt, für Jugendliche wird sich wahrscheinlich gar nicht viel ändern. Ne? Es wird ja nicht für unter 18-Jährige vermutlich freigegeben. Also davon ist jetzt eher mal auszugehen. Dann auch die Sorge, naja, die werden doch weiterhin auf den schwarzen Markt angewiesen sein. Die sind weiter dem verunreinigten Cannabis ausgesetzt. Da kann keine Qualitätskontrolle stattfinden, keine Abgabenmengen gelten da. Wie kann man denn Jugendliche da schützen? Die sind quasi ausgeliefert im schwarzen Markt. Umso wichtiger ist, Kerstin Jüngling hat es eingangs gesagt, Prävention muss gestärkt werden. Also alle Jugendlichen profitieren von Präventionsangeboten, die dann verstärkt werden sollten. Und ganz wichtig, die Jugendlichen, mit denen wir heute sprechen, das sind die Jugendlichen, die dann, wenn der Prozess mal beendet ist, legal konsumieren dürfen. Also wenn wir jetzt von diesem Einstiegsalter, was wir erhoben haben, von 14,4 Jahren ausgehen, dann sind das die Jugendlichen, die am Ende dieses langen politischen Prozesses erwachsen sind und konsumieren dürfen. Deswegen ist es wichtig, auch jetzt Prävention zu stärken und jetzt präventiv zu arbeiten. Das deckt sich auch sehr mit unseren Erfahrungen aus Präventionsworkshops. Wir haben mal so ein paar Aussagen gesammelt, ne, was Jugendliche so eigentlich sagen zu dem Thema. Ja, es ist gesellschaftlich akzeptiert, es ist cool,
macht eh jeder, es ist total billig. Es ist irgendwie auch angekommen, es ist unkriminell, es ist auch wieder als ungefährlich wahrgenommen, auch gerade, man hört auf diesen Vergleich mit Alkohol. Ne, Mutter hat es vorhin gesagt, ne, Alkohol darf ich auch mit meinen Eltern trinken, aber an Alkohol kann man doch sterben. An Cannabis stirbt doch keiner. Aber auch dieses, ich bekomme es auf Rezept, es ist ja quasi Medizin, das sind alles solche Aussagen, die hier rumschwirren. Und die müssen einfach da aufgegriffen werden in der Präventionsarbeit. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Bogen schlagen zum Thema Risikokompetenz, weil wenn wir davon ausgehen, dass Jugendliche Cannabis einfach mal konsumieren, nicht alle, aber es ist keine Seltenheit, muss man in den Bereich Risikokompetenz gehen. Das wird für viele von Ihnen keine neue Nachricht hier sein mit der Risikokompetenz, aber ich möchte es nochmal kurz aufgreifen. Es ist einfach wichtig, dass Risikokompetenz bedeutet, dass man informiert und ein informiertes Problembewusstsein eben hat über Risiken, über Konsumrisiken, über Wirkungsweisen und faktisch aufklärt. Es geht darum, dass man Schäden minimiert, ne, dass so konsumiert wird, dass man sich selbst und anderen nicht schadet. Dann geht es darum, auch, dass es Situationen gibt, in denen nicht konsumiert werden darf, also oder sollte. Zum Beispiel jetzt in der Schule, vor der Schule, im Straßenverkehr. Solche Konsumsituationen, die man unter Punktnüchternheit zusammenfasst. Und es geht einfach darum, einen gesunden und risikoarmen Umgang irgendwie zwischen Abstinenz und kontrolliertem Konsum zu haben. Das ist in der ganz kurzen Zusammenfassung, was Risikokompetenz meint. Wie macht man das jetzt konkret? Da möchte ich kurz auf den Reflecting-Ansatz eingehen, der auch vielen, vielleicht noch ein paar Österreicher hier, bekannt ist. Ne? Das ist ein österreichisches Handlungsmodell zur Rausch-Risikobalance. Ziel ist es eigentlich, ne, klassisch Risikokompetenz, Menschen zu befähigen, so zu konsumieren oder riskante Handlungen zu machen, dass sie sich und andere nicht gefährden. Und das ist das ganz Wesentliche. Und dabei wird auch differenziert zwischen den Begriffen Risiko und Gefahr. Und diese Begriffe werden reflektiert. Das macht man anhand von diesen drei, ja, Grundbegriffen, Handlungsmaximen: Break, Look at Your Friends und Reflect. Mit Break ist eigentlich gemeint, dass man ja so ein Innehalten, ne, ein Überlegen, ein Abwägen, welche Risiken man eingeht, was möchte man haben, was möchte man nicht erreichen und eine Entscheidung zu treffen. Das kann man vor einer riskanten Situation machen, also einer Konsumsituation beispielsweise, oder eben auch währenddessen. Look at your friends bezieht sich auf ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein, sich mit anderen zu verständigen, zum Feiern gehen, auch Freunde mit einzubeziehen, ne, dass man sich gemeinsam darüber im Klaren ist, was möchte man, was möchte man nicht. Und Reflect bedeutet ja im Nachgang auch nochmal zu reflektieren, ne, wie ging es mir damit? Will ich das wieder so erleben oder ging es mir dann nicht so gut damit? Es ist so ein bisschen der Gegenpart zu dem, ja, ich habe auf einer Party zu viel getrunken und oh, ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte. Das soll da in dem Zug nicht passieren, sondern ein reflektierter Konsum vielleicht stattfinden. Beispiel könnte man nehmen, dass man sich überlegt, dass man sich vornimmt, nicht über rote Ampeln zu gehen. Und dann, wenn man an einer großen Ampel, an einer großen Kreuzung steht, ne, alle laufen bei Rot drüber, dass man dann kurz innehalten, Moment, ich gehe jetzt nicht mit den anderen mit. Oder ich gucke erstmal dreimal, ob nicht doch die Tram kommt und gehe dann bewusst darüber. Und dass man sich das eben nochmal reflektiert, so als praktisches Beispiel. Warum ich das alles erzähle, ist, dass wir das in ein Projekt einbezogen haben. Das ist natürlich Höhenrausch. Ein Modellprojekt von der BZGA gefördert seit letzten Sommer. Das findet statt im Setting, ja, Jugendhilfe, Jugendfreizeit als Präventionsangebot zum Thema Cannabis und hat im Wesentlichen ein erlebnispädagogisches Angebot im Zentrum, in unserem Fall etwas Klettern, deswegen auch der Name und hier das Bild aus seiner Kletteraktion von uns. Kombiniert mit Cannabispräventionsstationen und noch ein paar andere Elemente, die ich gleich vorstellen werde. Wir machen das in Berlin und haben jetzt in Baden-Württemberg und Niedersachsen Partnerbundesländer gefunden, die das bei sich auch implementieren möchten und auf ihre Gegebenheiten in den Flächenländern anpassen
werden. Die Projektinhalte, ich habe es erwähnt, das sind erlebnispädagogische Veranstaltungen. Klettern eignet sich besonders in dem Ansatz, in dem Reflecting-Ansatz, kombiniert mit Cannabisprävention. Die Cannabisprävention bezieht sich auf Mitmachstationen, die sich mit den Themen ja, Wissen und Fakten und Mythen auseinandersetzen zum Thema Cannabis. Es geht um Haltung und eigene Meinung. Und es geht um Regeln und auch rechtliche Aspekte. Und ja, und auch Konsumsituationen, die Punkte ich dann halt verlangen. Dann geht es als zweites Element um eine Schulung von den begleitenden Mitarbeitern und MitarbeiterInnen in den teilnehmenden Einrichtungen, also in den Freizeit- und Jugendhilfeeinrichtungen, um das Ganze strukturell nochmal dort zu verankern. Es gibt begleitende Informationsangebote für Eltern, zum Beispiel im Rahmen von Online- oder auch Offline-Elternabende, aktuell eher online. Und die ganzen Maßnahmen werden begleitend evaluiert durch das ISD. Zum Ziel hat das Ganze, dass wir einfach Jugendliche erreichen wollen, die anders wie nicht so leicht erreicht werden, zum Beispiel durch schulische Prävention. Jugendliche in besonders schwierigen sozialen Lagen, die sich einfach eben eher im Setting Jugendhilfe und Freizeit aufhalten. Dann, ich habe es erwähnt, es schwirrt zum Thema Cannabis sehr viel an Mythen und Fakten herum. Wir möchten aufklären und Wissen zum Thema Cannabiskonsum erweitern. Nicht zu vernachlässigen ist der Bereich Wertschätzung und Kompetenz. Die Jugendlichen sollen sich wertgeschätzt fühlen und als kompetent erfahren. Und sie haben Risiken und Schutzfaktoren kennengelernt. Zur Vervollständigung noch den Bereich Multiplikatoren. Also wir möchten eben nochmal zum Thema Cannabis im Jugendalter sensibilisieren, die pädagogischen Fachkräfte auch stärken und ganz wichtig auch in der Auseinandersetzung zum Thema Haltung in der eigenen Einrichtung mit Konsum, Konsumregeln hinterfragen und auch Schulen zu dem Thema. Hier ist nochmal so ein kleiner Eindruck von so Kletteraktionen, wie das aussieht. Oben sieht man die Mitmachstationen auf dem oberen Bild, wo sich die Jugendlichen in kleinen Gruppen praktisch teilnehmen, eins nach dem anderen. Und unten links das Klettern, wo die Reflecting-Botschaften verankert werden. Wie passiert das Ganze? Ganz praktisch, das Reflecting und Klettern, ne? Wir haben es vorhin schon mal erwähnt. Das ist, beim Reflecting gehört auch eine Vorbereitung einfach dazu, dass diese Haltung vorbereitet wird. Es gibt in der Gruppe praktisch ein Gespräch in der Gruppe, die klettern möchte. Ne, das wäre dieser Break-Moment. Ne? Ich denke mal drüber nach, was möchte ich eigentlich machen, was möchte ich erreichen. Beim Klettern kennt man vielleicht, ne, in der Halle, wer schon mal klettern war, da gibt es also verschiedene Routen mit verschiedenen Farben sind die markiert. Ne? Möchte ich die grüne, gelbe, rote Route wählen? Wie schwierig ist das dann? Kann ich das erreichen? Was brauche ich dazu? Wie gehe ich damit um, wenn ich es vielleicht nicht schaffe? Oder wenn mir die Kraft ausgeht, habe ich Handlungsoptionen, wenn ich das nicht schaffe? Beim Klettern geht es darum, die zu reflektieren, auch kletter ich sehr schnell, power ich mich aus, bin ich sehr hastig oder eher langsam und vorsichtig. Das kann auch die Gruppe dann noch mal gut zurückmelden. Fühle ich mich auch gesichert? Fühle ich mich sicher genug, mich vielleicht um Fein zu hängen, wenn mir gerade die Kraft ausgeht? Kann ich darüber nachdenken? Wie sind meine weiteren Schritte? Gebe ich auf, wenn ich nicht weiterkomme oder nicht? Sichert mich die Gruppe, unterstützt mich die Gruppe, dass dieser Look at your friends auch. Das Look at your friends Element geht auch noch mit rein. Bei der Auswertung dann kann man nochmal drüber nachdenken, dass der Reflect-Moment, hat es geklappt, hat es nicht gut geklappt, habe ich mich übernommen, habe ich mich überschätzt oder habe ich mich unterschätzt, habe ich mehr geschafft, als ich dachte, bin ich Risiken eingegangen oder nicht, was für ein Risikotyp bin ich da eigentlich und auch einfach diese nochmal Übertragung auf die Situation im Alltag. Ne? Also ist das auch ein Verhalten, das ich sonst im Alltag habe, lässt sich zu übertragen auf Konsumsituationen mit Cannabis beispielsweise. Man könnte da jetzt noch, glaube ich, Stunden drüber sprechen. Das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Projekt, aber ich möchte noch mal ganz kurz einfach auf die Herausforderungen in der Durchführung auch oder auf die Erfahrungen der Durchführung eingehen, die wir damit gemacht haben. Zum einen ist es als niedrigschwelliger Ansatz absolut sinnvoll. Es ist ein total attraktives Angebot, muss man sagen, mit dem Klettern, was auch gerne wahrgenommen wird.
Natürlich muss man auch gucken, dass dann nicht nur das Klettern konsumiert wird, sondern dass es einfach weiterhin ein Gesamtpaket aus Klettern und Cannabisprävention ist. Oder aus Klettern, Reflecting und Cannabisprävention noch viel mehr. Der Ansatz, dass es die Multiplikatoren mit einbezogen werden, die Fachkräfte in den Einrichtungen, ist ganz elementar. Es ist wichtig, die strukturell auch mit einzubinden und zu schulen, aber es ist auch wichtig, dass die Fachkräfte ihre Jugendlichen begleiten dahin. Wenn die da, also erstmal kommen die viel leichter an, es ist gut, wenn sie es vorbereiten, ne? Und wenn die Fachkräfte die Jugendlichen begleiten, können sie auch einfach, erleben sie ihre Jugendlichen nochmal in einer ganz anderen Rolle oft und können das gut auch wieder aufgreifen in ihrer weiteren pädagogischen Arbeit. Also man kann dann gut Bezug nehmen auf solche Situationen. Die schwer erreichbaren Jugendlichen, ich habe es ja erwähnt, es ist so, dass wir Jugendliche erreichen, die zum Beispiel oft nicht in Schule anzutreffen sind oder nicht so sehr in Schule anzutreffen sind. Und Jugendliche, die auch vielleicht ganz schlechte Erfahrungen mit Institutionen gemacht haben vorher. Und dann in dem Projekt fällt es leicht, mit dem Jugendlichen nochmal anders in Kontakt zu gehen. Dennoch muss man auch sagen, dass der Personalaufwand recht hoch ist. Es ist ein sehr unverbindliches Setting, gerade in der Freizeit. Ne? Da ist keine Anwesenheitspflicht. Ne? Erfordert schon recht hohen Aufwand, die Jugendlichen, dass die auch dann da sind, wenn sie da sein sollen, und die durch so einen Tag begleiten. Also dass sie nicht, ne, ich klettere und dann haue ich mal ab, sondern dass man sie durchbegleitet, dass sie an den Stationen teilnehmen, dass sie da auch gut dran teilnehmen können. Es erfordert einfach noch einen gewissen Vorbereitungsaufwand und auch währenddessen eine Begleitung einfach durch Fachkräfte. Und es ist einfach ein ganz großer Balanceakt aus dem Anspruch, den wir natürlich haben an Cannabisprävention und Qualitätsstandard, an Programmen, die wir da machen, und dem Entgegenkommen und den Jugendlichen da abholen, wo sie am Ende sind, um sie nicht zu überfordern, nicht so abzuschrecken und mit einzubeziehen. Und wir haben hier Jugendliche, die vielleicht auch nicht gut lesen und schreiben können zum Beispiel und die nicht gut Deutsch sprechen. Und wir haben sehr, sehr viel Gedanken in die Evaluation zum Beispiel gesteckt, gemeinsam mit dem ESD, weil es ist nicht so einfach, dann sowas zu evaluieren. Es gibt einfach Jugendliche, denen man keinen mehrseitigen Evaluationsbogen einfach in die Hand geben kann. Auch das muss gut begleitet werden, gut aufgearbeitet werden. Und das ist eine Herausforderung, die wir annehmen, wo wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben, aber es ist aufwendig auf jeden Fall. Und wir lernen bei jeder Veranstaltung eigentlich aufs Neue dazu und deswegen sind wir auch sehr gespannt, wie das in den anderen Bundesländern dann weitergeht. Dann bin ich damit am Ende angekommen. Danke mich schon mal und bin gespannt auf die weiteren Diskussionen in den Workshops.